Herzlich willkommen zurück zu Pokémon, das Kolosseum, und wir gehen jetzt weiter gegen Nummer 23. Und das ist ein Bodybuilder, ein sehr starker Mann. Was ist das für ein Name? Jedenfalls Stolunio und Fiffi. Eine Kleinigkeit möchte ich gerne ausprobieren. Weiß gar nicht, wie das nochmal geht. Ob wir das benutzen. Also wir jetzt keine Pokémon fangen, aber ich weiß es nicht so genau, wie das jetzt nochmal. Achso, gegen welches Item austauschen? Genau das. Das könnte sein, dass wir das noch öfters einsetzen müssen. Also einsetzen können. Braucht man nämlich kein einziges Item mehr. Müsste ich wirklich mal probieren bei dem nächsten Krypto-Pokémon. Bei dem Spiel kann man ja wunderbar cheaten. Das habe ich euch schon mal erklärt. Es gibt da nämlich so eine Art Item-Trick. Bam bam! Oh! Okay, es ist schon 21 Uhr und weiter geht's. Auf zum nächsten Vollpfosten. Anders würde ich die Typen hier auch nicht betiteln wollen. Aber es wird langsam enger, was die Level angeht. Bin auch sehr, sehr langsam. So wollte ich sagen. Sehr, sehr langsam. Ja, also ich weiß, für euch sind das wahrscheinlich nicht so die spannendsten Parts. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich kann doch nichts dafür. Ich kann doch nur das machen, was aktuell möglich ist. Es kann gut sein, dass ich mich da an den kommenden Wochenenden immer mal wieder hinsetze, um zu trainieren. Wie gesagt, diese Dinge könnten noch haarig werden. Die Sachen in der Story. Heißt Bore. Ja, das war's auch. Das war ziemlich boring. Bam, bam, bam. So, weiter geht's mit der Nummer 25. Das ist mein Alter. Was sank? Skater Kaki. Also diese Namen, du, das ist... Die Eltern, die möchte ich gerne mal sehen. Ich wünschte, ich hätte irgendwelche coolen Themen, über die ich reden könnte, aber mir fällt gerade nichts ein. Außer, dass es draußen wahrscheinlich immer noch zu warm ist, weil es draußen nicht wirklich nach Sonnenschein ausschaut. Wie viel Grad haben wir denn draußen? Das könnte sein, dass es jetzt ein bisschen abkühlt. 23 Grad. Das ist nicht schlecht.
Und weiter im Text. Ach, sind schon bei 27. Ich habe vollkommen verpasst, dass wir gegen oder verpennt, gegen, dass wir gegen 26 gekämpft haben. Jenoki, das klingt jetzt ziemlich finnisch. Müsste mal nach diesen Namen googeln. Also das ist wirklich der absolute Knüller, diese Namen. Poke Senior. Okay. Das ist ja mal interessant. Wenn ich Jenoki google, kommt als erstes der Verweis auf die Poke-Wiki-Seite. Es ist natürlich toll. Das zeigt mir allerdings auch wiederum, solche Namen gibt es nur in Pokémon. Und weiter. Nummer 28. Hey, vielleicht kriegen wir es hin, diese Ebene komplett in einem Part noch durchzukriegen. Ich hoffe, die Trainer werden jetzt nicht allzu schwer. Aber das waren sie bisher noch nie. Brillentyp. Santo, endlich mal ein normaler Name. Dann show me your moves. Naxo ist auch so ein schöner Name. Ich weiß, ich kommentiere gerade wieder unfassbar wenig, aber ich habe gerade andere Gedanken im Kopf. Was ich eigentlich nicht haben sollte, aber manchmal habe ich es halt nur mal so.
auf geht's. Show me your moves. Ich sag's gerne nochmal, show me your moves. Ich könnte noch langsam mal ein paar Pokémon mehr einsetzen. Ich hätte nichts dagegen. Blurk. Das ist natürlich eine sehr, sehr legitime Reaktion auf das Ganze hier. Okay, und den letzten machen wir doch nicht in diesem Part. Ich will es einfach haben mit dem Rendern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Unschärfe und denkt daran, Freundschaft ist Magie.